Gut, es freut mich sehr, hier einen Speech halten zu können, auch vor sehr vielen Open-Source-Enthusiasten, Leute, die man kennt aus der Szene. Mein Thema ist relativ locker. Wir haben alle Hunger, ich will auch nicht zu lange machen. Da geht es nicht mehr um Technik, ich habe auch kein Produkt, das ich verkaufe. Ich habe mir einfach ein bisschen Gedanken gemacht, wenn wir schon von Transformation sprechen, was passiert denn mit den Leuten, die in der IT arbeiten, die tagtäglich Teil sind von dem, was wir nutzen als Benutzer. Und da sind die Systemadministratoren natürlich ein wichtiger Teil davon. Und mein Talk widme ich diesen tüchtigen und fleißigen Systemadministratoren, die heute alle irgendwo an einem Terminal hacken und schauen, dass die Mails funktionieren und so weiter. Kurz zu mir, mein Name ist Nicola Christener, ich bin, wie schon gesagt, bei Adfinisci Group tätig. Ich bin dort Head of Operations. Ich bin sehr stolz, ein tolles Team von Systemadministratoren führen zu dürfen. Ich bin selber ein Open-Source-Enthusiast. Ich bin viel gereist in der Open-Source-Welt, habe viel erlebt, viel gesehen und versuche auch überall ein bisschen mit teil zu sein und zu contributen. Ganz kurz ein, zwei Wörter zu Adfinisci Group. Den besten Pitch hat André von der Roche schon gemacht. Wir sind ein Open-Source-Dienstleister in der Schweiz, so gegen die 50 Mitarbeitende in Bern, Basel und Zürich. Und unsere Kernkompetenzen sind Dinge wie System Management und Operation, das Cloud Engineering, das ganze Linux System Engineering sowie eben Open Source Software Development. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Das Thema geht um, was passiert in der IT, was ist in den letzten Jahren alles an Innovation hat stattgefunden und wie hat der Systemadministrator in dieser ganzen Geschichte sich verändert. Für mich sind Systemadministratoren kleine Helden unserer Zeit. Sie sorgen dafür, dass eben alles läuft, was wir täglich so benutzen. Sei es der Webshop, der uns irgendwelche Dinge liefert, oder Netflix mit seinen tausenden von Systemen. Das muss alles jemand betreiben und reparieren, wenn etwas kaputt geht. Systemadministratoren sind Helden und dem haben sich auch schon andere Personen gewidmet. Zum Beispiel Randall Monroe. Vielleicht kennt ihr diesen Strip. Ansonsten bitte ich euch, das kurz zu lesen. Das veräußert ein bisschen, oder zeigt ein bisschen, was ich meine. Gut, Systemadministratoren sind vielleicht nicht wieder dargestellt. Actionhelden, die sich um solche Dinge kümmern, aber trotzdem sind sie ein wichtiger Teil der IT. Und wenn wir ein bisschen schauen wollen, was mit ihnen passiert ist in letzter Zeit, müssen wir zurückblenden zuerst. Zurück in eine Zeit, da war ich noch nicht einmal auf der Welt oder noch sehr klein, in eine Zeit, in der man Computer aus dem Katalog bestellte. Und da waren dann 4 Kilobyte nicht die Auflösung eines Monitors. Also zurück 30 Jahre, zurück, als man die Bestellung noch über Fax machte, zurück, als die Lieferung eines Computers etwa so aussah und zurück in eine Zeit, in der man beim Zusammenbau noch wirklich mechanische Fähigkeiten an den Tag legen musste und zurück in eine Zeit, in der der Betrieb in etwa so aussah. Quizfrage an die Runde, wer kennt diese beiden Herren hier? Kennt jemand? 1970, Bell Labs, André? Nein, Ken Thompson und Dennis Ritchie, die Urväter von Unix. PDP-11 im Hintergrund, da gab es mich leider noch nicht. Also, wir sind in dieser Zeit, wir verinnerlichen uns das kurz, wie das dort ausgesehen hat. Und wir stellen fest, das Thema Automation, das heute schon zigmal diskutiert wurde, das war damals noch nicht Thema. Da hat man noch mit Manneskraft die Hardware rumgetragen. Es gab sehr viele Personen, die da involviert waren in den ganzen Zyklus. Und die Prozesse waren furchtbar lang. Also wenn ich dort ein System bestellt habe, bis ich das hatte als Entwickler, das dauerte dann halt schon mal Wochen. Wie sieht es denn heute aus? Das hat Chris und Thomas haben das schon eindrücklich gezeigt. Ich will da nicht allzu fest nochmal repetieren, was Sie schon gehört haben, aber grundsätzlich, wir provisionieren unser System einfach in die Cloud. Boom, DAC, VM ist da, Server läuft.
Das Ganze ist komplett automatisiert oder zu großen Teilen automatisiert. Das Ganze ist handsfree. Ich muss nicht mehr groß rumtragen, tippen, auspacken, zusammenverkabeln und so weiter und so fort. Und das Ganze ist extrem schnell geworden. Also ich habe keine Wochen mehr, bis ich ein System habe. Wie ist das Ganze passiert oder wie sieht es heute aus, dass, wenn ein Systemadministrator früher das System noch reingetragen hat in seinen Computerraum, wie passiert das heute? Das haben wir heute schon gesehen mit Containern und so weiter. Ich habe es auch ein bisschen abstrahiert, noch ein bisschen weniger modern, aber wie wir das bei vielen Kunden sehen. Anna will einen JBoss-Server. Sie geht auf irgendein Self-Service-Portal, sei das jetzt ein OpenShift oder was auch immer. Bestellt sich dort ihre VM oder ihre Container, irgendeine Provisionierungslösung oder eine Orchestrierungslösung, rollt das aus. Dann kommt vielleicht noch ein Config-Management zum Zuge. Und am Schluss wird noch ein Test-Framework alles getestet und zack, habe ich hier meine VM oder meinen Container, der läuft. Was fällt auf? Es gibt keinen Systemadministrator in diesem ganzen Prozess. Es ist alles automatisiert. Wir haben gar keine Menschen mehr, die da involviert sind und irgendetwas machen müssen. Und sehen dann eigentlich auch, dass halt diese Prozessbeschleunigung eigentlich auf Kosten von diesen Systemadministratoren geht, die jetzt nicht mehr benötigt werden. Die ganzen Automatisierungen nehmen da eigentlich Arbeiten ab. Und Anna hat im Prinzip selber die Möglichkeit, alles zu steuern. Wenn wir das Ganze ein bisschen zusammenfassen, denke ich, kann man so ein bisschen in Epochen denken. Und wenn wir da zurückschauen und schauen, wie es heute ist und was die Zukunft bringt, denke ich, kann man das Ganze in drei Epochen unterteilen. Die erste Epoche, die würde ich so sagen, ist bis vielleicht 2010 gegangen, so plus minus. Das war für mich so die Handmade-Epoche. Da haben wir vieles noch von Hand gemacht. Wir haben physikalisch Boxen herumgetragen. Die Prozesse waren sehr langsam. Es gab kaum Automation. Heute befinden wir uns in einer zweiten Epoche. Ich würde sagen, es geht so seit ungefähr 2010 bis, wir werden sehen, in dieser IT-Industrialisierungsepoche ist sehr vieles automatisiert, wie damals bei Ford, die Förderbänder, die VMs in den Betrieb bringen und Container hochfahren und so weiter und so fort. Das ist alles komplett automatisiert. Wir sprechen hier von Infrastructure as a Service. Wir haben sehr schnelle Prozesse und sehr viele Automationen, die nicht mehr sehr viele Handarbeiten eigentlich benötigen. Und die nächste Epoche, die eigentlich so langsam vor der Tür steht, ist für mich diese Commodity-Epoche, wo ganze Plattformen eigentlich als Service angeboten werden. Wir haben dann eine wirklich durchgängige Automation auch von allen Umsystemen. Und ich denke, dass in dieser Phase die IT ein Bedarfsartikel wird. Ich denke dann nicht mehr in Servern, in einzelnen Servern oder in einzelnen Racks. Ich habe einfach nur noch den Need, dass ich irgendetwas brauche und ich kriege das dann eigentlich auf Zurufen. Und diese drei Epochen, die zeigen eigentlich einfach eines auch. Die ganzen Sysadmins, die wir früher angestellt haben, um uns zu helfen, das zu tätigen, die sind eigentlich heute irgendwie im Untergrund verschwunden. Wenn wir jetzt ein bisschen den Ausblick noch schärfen und schauen, ja, was hat diese dritte Epoche, diese Commodity-Epoche genau mit sich zu tun, dann sehen wir eigentlich, dass drei Aspekte wichtig sind für die Zukunft. Und das betrifft dann auch wieder alle unsere Systemadministratoren. Es wird noch viel, viel mehr automatisiert. Wir haben das Thema Container, PaaS, das sehr stark kommen wird. Und dann eben auch dieses Software-Defined-Thema. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, was meine Gedanken zu diesen drei Punkten sind. Das wird uns beschäftigen, wahrscheinlich alle in den nächsten Monaten und Jahren. Zuerst das Thema noch mehr Automation. Ich denke eben, dass wir diese ganzen Umsysteme, die wir in unseren Firmen haben, dass wir die auch anbinden an unsere Prozesse. Früher hat man dann, wenn die VM mal da war, hat man dann noch bei diversen Umsystemen auch noch Dinge erledigen müssen und hat eigentlich einen Prozessschnitt gehabt. Und ich denke, das wird alles wegfallen. Das wird alles integriert und automatisiert. Die Tools, welche die Sysadmins benötigen in Zukunft, sind auch sehr viel näher an dem, was die Entwickler heute nutzen. Sei das Versionskontrolle, die ganzen Continuous Integration, Continuous Testing Tools, das werden alles Tools werden, die wir in Betrieb, in Operations auch nutzen können.
Und das führt dann eigentlich zum Stichwort Infrastructure as a Code. Ich schaue meine ganzen Infrastrukturkomponenten an wie Code. Ich kann sie mit APIs, mit Interfaces automatisieren, konfigurieren, steuern und so weiter und so fort. Das zum Thema eigentlich Automation, was da auf uns zukommt. Und das werden die Systemadministratoren vielleicht mögen, weil sie noch weniger arbeiten müssen, aber es hat vielleicht auch zur Folge, dass sie noch weiter wegfallen aus den ganzen Prozessen. Wir haben auch Container- und PaaS-Thematik schon viel gehört heute. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert, das wurde alles schön gezeigt schon. Und das lässt sich dann etwa so symbolisieren, dass das Anna, wenn sie ihren JBoss-Container braucht, hat nur noch einen Knopfdruck gemacht und duck. Der Prozess ist nochmals verschlankt worden, nochmals beschleunigt worden. Was dort sehr interessant ist, ist, dass das Betriebssystem zu einer Nebensache wird. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn ich bis vor kurzem einen MS SQL Server installiert haben wollte, dann wusste ich, okay, ich brauche einen Windows irgendwas Server. Und seit der Ankündigung vor ein paar Monaten wissen wir auch, dass MS SQL zukünftig auf Red Hat und anderen Linux-Derivaten funktionieren wird. Und wir sehen, dass eigentlich der Mensch, der einen Service braucht, ein MS SQL Server oder was auch immer, eigentlich nur noch in Service denkt und nicht mehr fordert, ich brauche dieses und dieses Betriebssystem. Das wird zu einer Commodity. Das Betriebssystem fällt eigentlich nicht mehr auf, es ist einfach noch da und powert eigentlich die Technologie, die ich weiter oben brauche. Die ganzen Microservices werden uns sicherlich stark beschäftigen, auch im Operations-Thema. Da hat Thomas schon eindrücklich gezeigt, wie es punkto Backup, Persistent Storage und so weiter, wie das dort noch Herausforderungen gibt. Und gleichzeitig helfen die Container aber auch, dass man eigentlich das, was man in der IT gerne macht, ein Ding zu tun und das richtig zu tun, das zu implementieren, eben als Ansatz, um Komplexität herunterzubrechen. Bleibt noch das Software-Defined-Thema. Das ist sehr interessant, was da passiert im Moment. Ich denke, am einfachsten kann man sagen, dass Geräte, die wir heute kennen in unseren Rechenzentren, zum Beispiel Storage, eine NetApp oder eine EMC, oder die Switches und die Router, die haben wir immer sehr so manuell behandelt bisher. Wir hatten Personen, die spezifisches Fachwissen hatten, wie muss ich eine NetApp konfigurieren, wie muss ich meinen Cisco-Switch konfigurieren. Und zukünftig werden auch diese Geräte einfach eine API bekommen. Ich habe dann sehr viel proprietäres Fachwissen, das eigentlich nicht mehr benötigt wird, weil ich habe nur noch eine zentrale Management-Funktionalität, mit der ich meine Geräte rundherum auch konfigurieren und steuern kann. Ich muss dann nicht mehr in meinen Netzwerkgarten gehen und einen Cisco-Spezialisten holen, der mir dann irgendwo einen Port öffnet auf einer Firewall. Oder einen NetApp-Spezialisten, der mir irgendwo ein Volume konfiguriert auf einer NetApp, damit ich dort Storage kriege. Das wird dann über einheitliche APIs passieren. Diese offenen APIs werden eben dieses Fachwissen vielleicht auch ein wenig weniger relevant machen. Wenn wir diese drei Komponenten in dieser Zukunft eigentlich auch wieder einfließen lassen und schauen, ja okay, was steckt denn jetzt der Systemadministrator in dieser ganzen Gleichung? Dann stellen wir fest, da gibt es einen Konflikt. Es stellt sich die Frage, was passiert mit den Systemadministratoren? Sind die bald schon mehr oder weniger arbeitslos und hängen in der Hängematte? Oder braucht es die auch in Zukunft noch? Und ich denke, diesen Gedanken macht man sich eigentlich gar nicht, weil das Management will ja eigentlich immer, dass man möglichst wenig Leute hat und das ist dann super, wenn man da ein paar weniger beschäftigen muss. Aber ich denke, dass man da eigentlich falsch liegt. Auch wenn ich sagen würde, dass eigentlich kein Mensch oder keine Gruppe intensiver daran arbeitet, sich selber überflüssig zu machen. Ich mache ja selber auch viele Skripte und Automation und eigentlich hat das ja nur zum Zweck, dass ich selber überflüssig werde. Aber das führt eigentlich im Gegensatz nicht dazu, dass diese Systemadministratoren komplett wegfallen. Ich würde eher sagen, sie schaffen sich selber eine neue Rolle. Man hat dann Zeit, Dinge zu tun, die man bis anhin eigentlich immer vergessen hat oder nicht gemacht hat oder keine Zeit dafür hatte. Man kann auch mal wirklich sich um die Dinge kümmern, die halt aufwendig und komplex sind, was früher eigentlich nicht möglich war durch den täglichen Alltag, durch die Arbeiten, die sich eben durch fehlende Automation noch immer manuell machen mussten. Ich denke aber, dass der klassische Admin, der wird wirklich verschwinden, denn benötigen wir nicht mehr der halt Boxen moved und Pakete manuell installiert und so weiter und so fort. Dadurch, dass die IT aber grundsätzlich überall wächst und in allen Bereichen sich durchdringt,
kann man auch davon ausgehen, dass die Systemadministratoren eigentlich viel wichtiger werden, weil es gibt auch ganz neue Aufgaben, die heute diesen Systemadministratoren zustehen. Also ich denke, wenn ich einem Administrator in den 80er Jahren sagen würde, dass er jetzt meinen Kühlschrank patchen muss, weil unsere Mensa gerade Teil eines Botnetzes war, das Twitter down genommen hat, dann würde der mich auslachen. Aber wir sehen eigentlich anhand dieses Beispiels, dass die Systemadministratoren sehr, sehr wichtig sind, auch für die Infrastruktur, die wir täglich benutzen und wo wir gar nicht mehr wissen, dass wir eigentlich sehr viel Technologie im Hintergrund haben und es Leute braucht, die das betreiben. In diesem Sinne, denke ich, kann man abschließen und sagen, Systemadmins sind immer noch unsere Superhelden. Sie werden es auch in Zukunft bleiben. Sie haben eine neue Rolle. Sie werden ein bisschen andere Arbeiten tätigen, als sie das bisher gemacht haben. Aber wir sehen, dass die Transformation auch dort Einzug hält und die Leute im Prinzip in eine ganz neue Richtung lenkt. Damit möchte ich abschließen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin sicher, ihr habt Hunger und keine Fragen. Ansonsten werden die jetzt natürlich gerne zu stellen. Ich bin aber auch noch da und beantworte auch später noch gerne Fragen. Es ist ja auch kein Thema, was man groß Fragen stellen muss, weil es ist ja nicht sehr technisch. Aber, Anything? Besten Dank.